Guten Abend zu Odysseus. Sie lindern Schmerz und Sorgen, sie putschen auf oder beruhigen. Manchem helfen sie auch beim Einschlafen. Alkohol, Nikotin, Koffein. Für viele von uns ganz normale Begleiter im Alltag, bei denen wir Risiken und Nebenwirkungen gern mal ausblenden. Haschisch, Heroin, Kokain, die klingen schon eher nach Gefahr, nach Sucht, nach Absturz. Böse Drogen, gute Drogen. Oder vielleicht doch nicht. Bei genauerem Hinschauen macht so eine Unterscheidung gar keinen Sinn. Denn selbst so eine Teufelsdroge wie LSD zum Beispiel kann medizinisch nützlich sein. Zum Beispiel für Burnout-Patienten, die das Halluzinogen im Rahmen einer Psychotherapie einnehmen. Also quasi ein kontrollierter Trip mit erstaunlichen Folgen. Mehr dazu später. Jetzt erstmal zu unseren kleinen Helfern. Ich meine damit Pillen gegen innere Unruhe, Schlafstörungen oder Angst. Auch darin stecken Substanzen, die unser Gehirn beeinflussen und süchtig machen können. Allein in Deutschland sind mehr als 1 Million Menschen abhängig von solchen Beruhigungsmitteln. Und wie schnell man in so eine Abhängigkeit geraten kann, zeigt dieser Fall. Annette Fornalczyk, 54, ist gelernte Notargehilfin. Sie arbeitet heute nicht mehr, bemüht sich aber um einen geordneten Alltag. Früher, in einer großen Kanzlei, gehörte Organisieren zu ihren Hauptaufgaben. Schon früh wird sie zur Bürovorsteherin befördert. Das belastet sie. Und sie ist oft nervös. Ich habe gedacht, jetzt ist es an der Zeit, zum Arzt zu gehen und zu gucken, damit ich eben gut funktioniere im Job. Der Arzt stellt fest, Annette leidet an innerer Unruhe. Daher kämen auch ihre Probleme mit dem Magen. Dann wurde mir gut gemeint erstmal Beruhigungsmittel verschrieben. Was? Das hieß, ich glaube, das war Überbegriff Valium. Annette Fornalczyk war damals 23 Jahre alt. Und sie hat das Medikament fast 25 Jahre lang genommen. Einst Allheilmittel gegen innere Unruhe, Schlafstörungen oder Angst, wurde Valium in den 60er und 70er Jahren bedenkenlos verordnet. Heute heißen diese Mittel nicht mehr Valium, doch die Wirkstoffe darin, die Benzodiazepine, sind geblieben. Und denjenigen, die sie nehmen, ist oft gar nicht bewusst, dass auch diese Mittel süchtig machen können. Nachdem der Arzt dann sagte, okay, das kann schon mal sein, dass die Dosis nicht reicht, weil jeder Körper verträgt es eben anders, habe ich eine Dosissteigerung vorgenommen auf Empfehlung des Arztes. War ja auch erstmal alles gut gemeint. Annette Fornalczyk vertraut dem Arzt. Benzodiazepine sind so weit verbreitet, weil sie schnell wirken, auch in schwierigen Fällen. Dass wir Menschen, die in hoher seelischer Not kommen, mit Ängsten, mit Suizidgedanken, innerhalb von wenigen Stunden aus der Krise erstmal raushelfen können. Deshalb gehören für mich Benzodiazepine in jeden ärztlichen Notfallkoffer. Aber ganz wichtig dabei, es sind Notfallmedikamente, es sind keine Dauermedikamente, weil sonst wird der Segen zum Fluch. Ein Fluch. Annette Fornalczyk nimmt 4 Tabletten am Tag, auf Rezept. Diese Verordnungspraxis findet der Pharmakologe Gerd Gläske unverantwortlich. Diese Mittel sind alle rezeptpflichtig. Sie müssen in der Apotheke abgegeben werden. Das heißt, ich habe 2 Experten, die dabei sind, wenn es darum geht, über lange Zeit solche Arzneimittel an die Patientinnen und Patienten heranzubringen. Anders als bei Alkohol, anders als bei Zigaretten, da habe ich keine Experten. Das kaufe ich so in der Tankstelle im Laden. Bei Arzneimitteln habe ich immer Experten dabei. Und diese Experten verordnen jährlich rund 10,4 Millionen Packungen der umgangssprachlich so liebevoll genannten Benzos. Fast immer sind es die Hausärzte, die das Mittel erstmals verschreiben. Aber wenn die Wirkung nachlässt, gehen die Patienten weiter zu anderen Ärzten. So auch Annette Fornalczyk. Sie geht zu verschiedenen Ärzten, und von jedem bekommt sie Benzodiazepine. Genau beobachtet wird die Verordnungspraxis bei der AOK Nordwest. Jährlich gehen hier etwa 2 Millionen Rezepte ein. Wir sprechen die Ärzte darauf an. Wir haben Informationsmaterial auch für die Ärzte, auch für die Patienten, dass wir dieses Thema aktiv angehen wollen.
Man kann sagen, in den letzten Jahren ist die Problematik der fehlerhaften oder nicht ordnungsgemäßen Benzodiazepinversorgung deutlich zurückgegangen, wenigstens so weit, wie wir es in den Rezepten sehen. Was ab Privatrezepten verordnet wird oder was sonst abgegeben wird durch Ärztemuster oder durch Krankenhäuser, das können wir in unseren Zahlen natürlich nicht sehen. In der Zwischenzeit werden über 60% aller Mittel aus dem Bereich der Benzodiazepine auf Privatrezept verordnet. Also nicht nur die Menschen, die privat versichert sind, bekommen Privatrezepte, sondern auch die Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet sind, bekommen Privatrezepte. Dann wird das verordnet, man geht in die Apotheke, man bekommt das Mittel und das Rezept wird weggeworfen, weil man es natürlich nirgendwo einreichen kann. Das Gute für die Ärzte ist aber, sie fallen nicht mehr auf. Warum werden diese gefährlichen Medikamente so häufig verschrieben? Dr. Wolfgang Ritter vertritt den Bayerischen Hausärzteverband. Ich verstehe natürlich den Angriffspunkt, den Sie ansprechen, den wir auch bieten, mit den nackten Verordnungszahlen. Ja, und wir wissen, dass es eben eine große Problematik gibt mit der Gruppe der Benzodiazepine, auch mit dem Suchtpotenzial, ist mir vollkommen klar. Für die laxe Verschreibungspraxis, die oft wider besseren Wissens erfolgt, nennt Ritter ökonomische Gründe. Du bist ja selbstständig, musst betriebswirtschaftlich denken, hast Personalräume, die du finanzieren musst und alles. Du musst auf der anderen Seite den Patienten versorgen. Jetzt ist aber so, das Gespräch gibt dir kein Geld, sondern es gibt dir Geld, wenn du den Patienten entweder an der Masse durchschleust oder wenn du technische Medizin machst. Insofern ist es für uns immer natürlich wahnsinnig schwierig, das immer alles super zu machen. Mit knapp 30 Jahren ist Annette von Altschick endgültig süchtig. Die Kolleginnen guckten dann doch mal und sagten, Annette, du hast schon die zweite Tablette innerhalb von kurzer Zeit. Und damit ich nicht noch mal von den Kolleginnen angesprochen werde, bin ich dann eben schnell auf das sogenannte stille Örtchen gegangen und habe dann die Tablette, die sind ja nun eben sehr klein, aus der Hosentasche geholt und dann da das Beruhigungsmittel eingenommen. Ich denke mal, da war ich so bei 15 Tabletten am Tag. Ich habe das Mittel bestimmt schon 1,5 bis 2 Jahre genommen, bis dann mal ein Arzt sagte, okay, Sie brauchen zwar dieses Medikament, aber es kann abhängig machen. Da habe ich gedacht, okay, ich konnte mir den Begriff Abhängigkeit nicht erklären. Beim alkoholkranken Menschen konnte ich mir das schon vorstellen, wenn man da sagt, Mensch, du bist abhängig von Alkohol oder du bist abhängig von Drogen, von Heroin. Das ist ein Wort der Abhängigkeit, was ich mir vorstellen kann. Aber abhängig von Medikamenten zu sein, konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte meiner Arbeit als Rechtsanwalts- und Notargehilfin nicht mehr nachgehen, weil gedanklich war ich nur damit beschäftigt, wie bekomme ich dieses Medikament wieder. Ich habe mich sehr geschämt, sogar gehasst, dass ich so tief gesunken bin, süchtig zu sein. Zum Schluss sind es 50 Tabletten am Tag. Diese Menge verschreibt ihr niemand mehr, auch nicht auf Privatrezept. Sie besorgt sie sich auf dem Schwarzmarkt im Internet. Erst als sie ihre Sucht nicht mehr bezahlen kann, entscheidet sie sich für den Entzug und geht in eine Klinik. Das erste Mal seit langem fühlt sie sich aufgehoben und verstanden. Denn die Station ist auf Medikamentenmissbrauch spezialisiert. Es gibt sogar eine eigene Gruppe für Medikamentenabhängige. Der stationäre Entzug dauert 3 Monate. Doch Annette von Nalschik braucht insgesamt 1 Jahr, um sich wirklich frei zu fühlen von den Medikamenten. Inzwischen ist sie seit 5 Jahren clean. Doch die Angst vor einem Rückfall bleibt. Die langjährige Abhängigkeit hat schon mein Leben sehr, sehr, doch zerstört, weil dadurch meine Existenz hinübergegangen ist, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen, überhaupt nochmal Hoffnung zu haben, ohne dieses Medikament leben zu wollen, zu können, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und heute bin ich froh, es ist alles wieder da, so wie ich mal war, bevor ich beeinflusst war durch diesen Wirkstoff. Ja, und ganz wichtig bei Abhängigkeit, die Mittel nicht abrupt und nicht ohne ärztliche Unterstützung absetzen, denn das kann schlimme Folgen haben. Während Medikamentensucht vor allem Frauen betrifft, greifen Männer eher mal zum Alkohol. Klar, dabei geht es nicht immer nur darum, sich zu berauschen oder Alltagsprobleme zu ertränken. Vielen schmeckt es einfach nur.
Die negativen Folgen des Alkoholkonsums für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft sind ja seit langem bekannt. Mehr als 70.000 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland daran. Und trotzdem sind diesem Konsum nach wie vor kaum Grenzen gesetzt. Wenn wir allerdings mal in die Vergangenheit schauen, dann gibt es die Hoffnung, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse am Ende dann doch durchsetzen. Sie brauchen halt manchmal nur etwas länger. Dabei fing alles so harmlos an. Deutschland in den 50ern. Nach vielen Kriegsjahren feiert man die Freiheit und den neuen Wohlstand. Zigarette und Alkohol helfen vergessen. Auch mögliche Nebenwirkungen. Die ganze Nation ist wie im Rausch. Doch danach folgt auch damals schon der Kater. Nach Angaben von Verkehrsminister Leber stehen wir Ende dieses Jahres vor 6.000 Särgen mit Toten, die durch Alkohol im Verkehr umgekommen sind. Trotzdem wird fröhlich weitergetrunken und geraucht. 9 von 10 erwachsenen Männern sind Raucher. Und in den 60ern qualmt auch die Femme Fatale. Rauchen macht sexy. Obwohl es die Forschung auch damals schon besser weiß, Rauchen macht Krebs. Trotzdem, die Zigarettenwerbung verkauft erfolgreich Lebensfreude bis Mitte der 70er Jahre uneingeschränkt. Erst dann der erste kleine Dämpfer. Zigarettenwerbung in Radio und Fernsehen wird verboten. Dabei soll es vorerst bleiben. Haschisch ist die neue Droge, von der Gesellschaft schnell verteufelt. Der Stoff als Eintrittskarte zum Underground, als Statussymbol der Subkultur, als Distanzierung zu Institutionen, die als autoritär, als repressiv gelten. So versteht ein großer Kreis von Schülern das Haschisch, den Shit. Während die Jugend in der illegalen Sucht vermeintlich verkommt, meinen die Erwachsenen, alles unter Kontrolle zu haben. Und so dauert es, bis es den Menschen endgültig dämmert. Rauchen tötet. Das ein für alle Mal zu akzeptieren. Ein Prozess, bei dem auch strenge Gesetze geholfen haben, gegen den Einfluss der Tabaklobby. Heute gilt sind. Und in unserer Leistungsgesellschaft wird ja oft suggeriert, man müsse immer topfit sein, dürfe niemals Schwächen zeigen. Menschen unter hohem Druck und vielleicht auch mit wenig Selbstbewusstsein sind dann schnell mal geneigt, zu aufputschenden Mitteln zu greifen. Zur Modedroge Crystal Meth zum Beispiel oder zu Kokain, die beide übrigens ein sehr hohes Suchtpotenzial haben. Die Sucht ist aber eben nur eine von vielen Gefahren. Alle Drogen mit psychoaktiven Substanzen wirken auf unser sensibles Gehirn. Und das kann, je nach Droge, auch mal sehr unschöne Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel Wahnvorstellungen, Paranoia. Wie schaffen es diese Stoffe eigentlich, unser Bewusstsein so stark zu beeinflussen? Walter ist heute irgendwie schräg drauf. Er will mit Drogen experimentieren. Aber Walter, weißt du überhaupt, wie Drogen wirken? Die Drogen gelangen über den Blutkreislauf in unser Gehirn. Hier arbeiten zig Milliarden Nervenzellen, von denen eine einzelne oft tausende Kontakte mit anderen Nervenzellen hat. Und hier, an der Verbindung zwischen zwei Nervenzellen, passiert es.
Hier führt ein elektrischer Reiz aus der einen Zelle zur Ausschüttung von Botenstoffen. Diese Stoffe wandern zu den Rezeptoren der anderen Zelle und lösen dort wieder ein elektrisches Signal aus, das wiederum wandert und so weiter. Die Erregung unseres Gehirns und damit auch unser Bewusstsein lassen sich also biochemisch beeinflussen. Walter, hast du dir das auch gut überlegt? Kokain sorgt dafür, dass auch ohne elektrisches Signal Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und es verhindert das Recycling der Botenstoffe in der Ausgangszelle. Die sich anschließende Zelle wird immer wieder erregt. Das Gehirn läuft auf Hochtouren. Der Drogenkonsument fühlt sich jetzt unschlagbar und kann tatsächlich Höchstleistungen vollbringen. Bis das Kokain mit dem Blutstrom abtransportiert ist und der Kater einsetzt. Gift im Körper, Erschöpfung, miese Stimmung. Oh nee, Walter, nicht gleich noch eine Droge. Cannabis erhöht die Menge des Botenstoffs Dopamin. Und Dopamin aktiviert in unserem Gehirn unter anderem das Belohnungssystem. So stellt sich bei Walter nach etwa einer Viertelstunde tiefste, entspannte Zufriedenheit ein, die bisweilen auch in hysterisches Gekicher umschlagen kann. Andere Drogen, etwa Opium oder LSD, können bestimmte Botenstoffe im Gehirn imitieren und so Bewusstseinsveränderungen direkt auslösen. Aber das wäre jetzt wirklich zu viel. Man könnte ja meinen, illegale Drogen sind verboten, weil sie gefährlicher sind als zum Beispiel Alkohol oder Nikotin, die ja erlaubt sind. Was Cannabis betrifft, bezweifeln aber viele, dass der Konsum riskanter ist als zum Beispiel das Trinken von Alkohol. Sie wollen die Droge entkriminalisieren und fordern die gesetzliche Freigabe. Dass Cannabis auch einen medizinischen Nutzen hat, zum Beispiel in der Schmerztherapie, das steht außer Frage. Trotzdem warnen Kritiker davor, die Droge zu verharmlosen. Wie gefährlich ist denn Cannabis wirklich? Wir haben mal die Drogenkarriere eines Jugendlichen aus Mannheim nachgezeichnet. Das ist ein realer Fall, nicht allgemeingültig, aber auch nicht gerade untypisch. Mit 12 habe ich mir geschworen, niemals rauchen, trinken, keine Drogen. Die vollen Aschenbecher meiner Eltern fand ich echt fies. Der Standardspruch, komme gleich, rauch nur noch schnell eine. Mit 14 habe ich dann doch mal am Joint gezogen. War ein gutes Gefühl. Mein Schwur habe ich dann etwas gelockert. Kiffen ja, aber nur am Wochenende. Meine Eltern haben nichts dazu gesagt. Die haben es ja früher auch gemacht. Alles nicht so schlimm? Am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit forscht Professor Derek Herrmann zu Drogenkonsum bei Jugendlichen. Im Cannabis bewirkt die Substanz Tetrahydrocannabidiol, kurz THC, das entrückte High-Sein. Durch gezielte Zucht stieg der THC-Anteil in der Pflanze in den vergangenen 20 Jahren von 5 auf 10 Prozent, was die Wirkung deutlich verstärkt hat. Ein anderer, schützender Wirkstoff wurde dabei allerdings aus der Pflanze herausgezüchtet, das Cannabidiol. Das ist eine Substanz, die nicht high macht, aber gleichzeitig eine ganze Reihe von positiven medizinischen Eigenschaften hat. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass es gegen Angst hilft, dass es eventuell auch gegen psychotische Symptome hilft, die ja eventuell durch THC auch mit verursacht werden. Cannabis ist heute also eine andere und stärkere Droge als zu seligen Hippie-Zeiten. Mit 15 wurde ich von der Polizei erwischt und zur Drogenberatung verdonnert. Gruppentherapie. Hier lernte ich vor allem Typen mit anderen Drogen kennen.
Ich habe dann Speed ausprobiert. Tanzen ohne Limit. Aber dem Cannabis bin ich trotzdem treu geblieben. Jetzt mit der Bong. Das ist eine Wasserpfeife, mit der du eine Dosis in einem Zug reinziehst. Das muss man richtig trainieren. Bald habe ich 15 Köpfe täglich geschafft. Ohne ging nichts mehr. Cannabis macht abhängig. Das ist bewiesen. Und es schadet der Intelligenz. So das Fazit einer Langzeitstudie aus den USA. Menschen, die schon als Jugendliche viel Cannabis konsumierten, verloren als Erwachsene im Schnitt 8 IQ-Punkte. Die Gruppe, die erst im Erwachsenenalter mit dem Kiffen anfing, zeigte keinen Intelligenzverlust. Ein möglicher Grund? Die unterschiedlichen Phasen der Gehirnentwicklung. Das Gehirn wird in der Pubertät noch mal sehr stark umstrukturiert und umgebaut. Und da müssen eben einfach Nervenzellen an die richtige Stelle geleitet werden. Wenn man in dieses System jetzt von außen einfach wahllos größere Mengen Cannabis dazugibt, dann ist klar, dass dieser fein abgestimmte Prozess aus dem Tritt läuft und es einfach Fehlverbindungen gibt, die dann eben einfach zu Funktionsstörungen im Gehirn führen können. Nächtelang habe ich Online-Games gespielt. Meine Eltern haben dann doch ziemlichen Stress gemacht. Ich fand das scheinheilig. Solange ich noch funktioniert habe, war Kiffen okay. Und jetzt? Naja, mit Anfang 17 habe ich jedenfalls die Schule geschmissen. Jetzt gab's eine Drogenberatung in der Klinik. Der Arzt hat mir zum stationären Entzug geraten. Er meinte, ich könnte es nicht allein schaffen. Das habe ich ihm nicht geglaubt. Es dauert lange bis zur Erkenntnis, ich schaffe es nicht allein. Diese Erfahrung macht auch Professor Herrmann mit seinen Suchtpatienten. In Studien korrespondiert starke Cannabisabhängigkeit mit allen möglichen sozialen und psychischen Problemen. Allerdings warnt der Experte dann doch vor Verteufelung. Bei Cannabisstudien sei oft nicht klar, was Ursache und was Wirkung sei. Und Kiffen werde immer noch gern für alles Schlechte verantwortlich gemacht, was einem Menschen passieren kann. Die legalen Drogen sind da weniger verdächtig. Es ist schon so, dass die legalen Substanzen, Tabak und Alkohol, werden in der Gefährlichkeit deutlich unterschätzt, wirklich sehr, sehr stark unterschätzt. Und Substanzen, die illegal sind, werden deswegen in der Gefährlichkeit einfach überschätzt, weil sie illegal sind. Im Endeffekt ist es so, dass es doch eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die dazu führen, dass ein Jugendlicher eventuell scheitern kann. In der Gesellschaft, in der Schule, in dem, was er eigentlich an Zielen hat. Was also steckt hinter einer Abhängigkeit? Bei Entzugstherapien steht die Lebenssituation der jungen Patienten heute stärker im Fokus als früher. Der Trend geht außerdem zu mehr Realismus. Auch das ist möglich. Konsumreduktion statt Abstinenz. Meine Freundin wollte mich vom Kiffen abbringen. Ich habe gedacht, okay, für dich mache ich das. Und habe meine Bong in den Fluss geschmissen. Hurra! Das war's. Naja, ich habe dann doch bald wieder angefangen. Aber hey, ich krieg das hin. Keine Frage. Alles im Griff. Wenn es um den Nachweis von Cannabis oder auch von anderen Drogen geht, galt jahrzehntelang die Haaranalyse als sicher. Also wenn Abbauprodukte der Droge im Haar gefunden wurden, dann war das vor Gericht ein wissenschaftlicher Beleg. Ja, der Mensch, von dem die Haare stammen, der muss die Droge konsumiert haben. Wissenschaftler aus Freiburg haben das jetzt widerlegt und damit wohl viele zukünftige Fehlurteile verhindert. Was die Vergangenheit betrifft, naja, die lässt sich ja nun nicht mehr ändern. Kinder auf Droge. Von ihren Eltern zum Konsum verführt. Wissenschaftlich bestätigt. Vor allem ein Fall aus Bremen sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen. Im Haar von Kindern aus Familien mit suchtkranken Eltern fanden sich Drogenspuren. Bei fast 70% der Kinder. Das ganze Spektrum. Von Heroin über Valium, Methadon und Cannabis bis zum Kokain. Die Wissenschaftler waren sich sicher. Die Kinder mussten diese Drogen konsumiert haben. Und sie schlugen Alarm.
Sie forderten die Behörden auf, mehr Kontrollen durchzuführen, um Drogendelikte aufzudecken, mehr Haaranalysen. Doch die Recherche zeigt, viele der durch Haaranalyse Überführten streiten den Drogenkonsum ab, trotz des wissenschaftlichen Beweises. Beim Freiburger Forensiker Volker Auwärter weckte das Zweifel an der Methode. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Probanden gehabt, die bei positiven Ergebnissen einen Konsum ganz vehement bestritten haben, was für mich auch glaubwürdig erschien. Und das war eigentlich der Anlass für uns, der Sache mal genauer auf den Grund zu gehen. Sein Verdacht? Die Drogenspuren können auch von außen in das Haar gelangen, etwa über Körperkontakt mit Drogenkonsumenten. Um diesem Verdacht nachzugehen, nahm Volker Auwärter mit einem Mitarbeiter in einem wissenschaftlichen Versuch selbst Drogen. THC, den Cannabiswirkstoff, einen Monat lang täglich. Und er überprüfte dabei auch Schweiß und Körperfett. Die orale Aufnahme hat gegenüber dem Rauchen einige Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass man eine ganz definierte Substanzmenge in den Körper bringen kann. Der zweite Vorteil, dass man keine Kontaminationsgefahr hat, wie sie beim Rauchen gegeben ist. Und der dritte Punkt ist, dass man bei oralem Konsum eine wesentlich geringere Rauschwirkung zu erwarten hat. Haare wachsen etwa einen Zentimeter im Monat. Nach Ablauf des Selbstversuchs wurden dann die ersten anderthalb Zentimeter analysiert. Aber auch der Haarbereich, der schon vor dem Drogenkonsum gewachsen war. Das Ergebnis? Die Belastung mit THC-Carbonsäure, einem Abbauprodukt von THC, war in beiden Haarproben fast identisch. Das THC-Abbauprodukt muss also auch von außen in das Haar gelangt sein. Und tatsächlich waren die gleichen Abbauprodukte auch in Hautfett und Schweiß zu finden. Spuren von Drogen lassen sich also über Körperkontakt auf Abstinente übertragen. In der Gesamtheit der experimentellen Ergebnisse können wir sagen, dass ein THC-Carbonsäure-Nachweis im Haar nicht zwingend beweisend ist für einen THC-Konsum des Probanden. Und das gilt auch für andere Drogen. Wenn man beispielsweise Kokain oder Heroin oder auch Abbauprodukte dieser Stoffe im Haar findet, dann besteht auch hier die Möglichkeit, dass die von außen auf das Haar gebracht wurden und insofern nicht beweisend sind für einen Konsum. Das muss man sich im Einzelfall immer genau anschauen. Jahrzehntelang galt die Haaranalyse vor Gericht als wissenschaftlich gesichertes Beweisverfahren. Die Freiburger Forensiker haben das als Irrglauben enttarnt. Also ich bin sicher, dass es jedenfalls weltweit betrachtet hier zu hunderten Fehlurteilen gekommen ist, wo Menschen zu Unrecht auch schwere Rechtsfolgen erlitten haben. Und die Folgen reichen von Gefängnisstrafen, die auf Konsum stehen können, bis zum Arbeitsplatzverlust, wenn entsprechend so ein Nachweis geführt wurde. In Bremen kam es in einigen Fällen zum Sorgerechtsentzug, möglicherweise Fehlurteile. Zumindest was den angeblichen Drogenkonsum der Kinder betrifft. Menschen nehmen seit Jahrtausenden Drogen. Der Rausch fasziniert viele. Er ist das Mittel gegen Kontrolle, gegen all das, was uns begrenzt. Ob eine Welt ohne Drogen möglich und auch wünschenswert ist, schwierig. Denn Drogen haben trotz aller Gefahren auch positive Eigenschaften. Eines von vielen Beispielen ist Morphium, die Wirksubstanz im Opium. Was dem einen das Rauschmittel ist, dem anderen das Medikament, das Schmerzmittel. Oft ist es die falsche Anwendung oder der falsche Umgang, der die Drogen erst richtig gefährlich macht. Anstatt sie zu verdammen, müssen wir also vielleicht einfach nur lernen, vernünftig mit ihnen umzugehen. Viele machen es auf der ganzen Welt. Drogen nehmen, Alkohol trinken, sich berauschen. Das sei nicht verwerflich, sagt Rolf Ferres. Der Mediziner und Psychologe hat die Welt der Rauschzustände wissenschaftlich erforscht. Dass Menschen Drogen nehmen, wundere ihn nicht. Also wir können
nicht kaufen, die brauche ich einfach nur einzuwerfen. Da muss ich nicht viel arbeiten an mir oder an meinen Lebensumständen und kriege das Glück quasi geschenkt. Doch auch er weiß, Drogen machen nicht nur glücklich. Der Konsum kann schlimme Folgen haben. Das, so Ferris, liege auch an Unwissenheit. Die Menschen wissen nicht, was das rechte Maß ist. Und das sagt ihnen auch keiner. Ja? Weil die ganze Gesundheitserziehung viel zu pauschal ist. Da wird einfach gesagt, Drogen sind schlecht, lass die Finger davon, nimm nichts. Drogen, so Ferris, sollten nicht verteufelt werden. Stattdessen sollte der kultivierte Konsum gelernt werden. Siehe die Weinliebhaber. Ein EU-Vergleich zeigt, in Ländern mit Weinkultur wird moderat getrunken. Exzessives Komasaufen passiert eher in Ländern mit strengen Alkoholgesetzen. Auch der Blick in andere Welten zeigt, ein kultivierter Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist möglich. Etwa beim seit 5000 Jahren gepflegten Ayahuasca-Ritual in Peru. Die starke Droge bekommt nur, wer vom Schamanen eingewiesen wurde. Das heißt, der Schamane ist im Grunde in dem Punkt wie ein Arzt, der einen Gegenüber einschätzt im Hinblick auf die Frage, was braucht dieser Mensch und wovor muss ich ihn schützen. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel eine Dosisempfehlung, dass er sagt, ich gebe dir zwar Ayahuasca, aber bitte nur ein bisschen. Im Ayahuasca-Ritual soll die Droge helfen, religiöse Erkenntnisse zu gewinnen, wichtige Fragen zu beantworten oder Menschen von Krankheit zu heilen. Der Schamane strukturiert das Erlebnis und führt seine Schützlinge durch die Zeremonie. Ob sich solche Rituale auf unsere Kultur übertragen lassen, ist allerdings fraglich. Würden diese Menschen ihre Drogen mit einem Experten konsumieren? Wohl kaum. Sie wollen wild sein, zügel und grenzenlos. Verhaltensappelle mit Warncharakter. Das sind Lösungsansätze der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Zahl der Konsumenten ist trotzdem gestiegen. Einen geplanten Interviewtermin hat die Bundeszentrale kurzfristig abgesagt. Doch Raphael Gassmann von der Hauptstelle für Suchtfragen steht zur Verfügung. Es gilt, die Überzeugung zu stärken, dass das Leben auch ohne diese Substanzen lebenswert ist. Mindestens das. Auf jeden Fall. Es gilt zu stärken, die Überzeugung bei Konsumenten, die ohnehin wenig konsumieren oder nicht konsumieren. Das ist in Ordnung. Du wirst nicht cooler, wenn du jetzt anfängst, Alkohol zu trinken. Du wirst nicht cooler, wenn du jetzt wie andere in deiner Klasse Joints rauchst. Nein, du rauchst einfach nur einen Joint, du trinkst Alkohol, du wirst bekifft, du wirst betrunken. Das kann Probleme machen, muss es nicht, aber sicherer und besser ist es ohne. Dennoch scheint diese Strategie allein nicht zu helfen. Rolf Ferris hat in seinen Studien daher andere Konzepte erarbeitet. Er will vor allem über den richtigen, den kultivierten Konsum aufklären. Dass Menschen Drogen nehmen, lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Ist der Konsum also normal? Für Raphael Gassmann zumindest nicht. Naja, wenn ich den 60-70% Menschen, die noch niemals gekifft haben, sage, Kiffen ist normal, dann ist das schon eine Aufforderung, du kannst das auch gerne probieren. Also offensichtlich bist du nicht normal. Wenn du sagst, ich habe noch nie gekifft, 40% sagen, ich habe schon gekifft, bist du nicht normal. Das kannst du auch machen. Das geht in Richtung einer Aufforderung zum Konsum, selbstverständlich. Und es geht auch in Richtung einer Verharmlosung. Rolf Ferris will dennoch, neben Risiken und Nebenwirkungen, auch die Chancen betonen, die ein Drogenkonsum mit sich bringt. Allerdings nur bei richtiger Vorbereitung. Also in welchem Umfeld, in welcher Umgebung soll die Drogenerfahrung stattfinden? Was erwartet er und was möchte er tun? Zum Beispiel, welche Sehnsucht steckt dahinter? Und Wissen über die Dosis. Ne? Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Wissen. Vor diesem Hintergrund ist das Internetportal MyRebound entstanden. Junge Menschen erklären Jugendlichen, worauf sie beim Drogenkonsum achten sollen. Wenn du eine Frage hast an das Rebound-Team, verführerisch? Gefährlich? Doch gefährlich ist vor allem der Rausch in dunklen Ecken, wenn er heimlich und unwissend erlebt wird. Wenn man einfach nur
unreflektiert irgendwas in sich reinschmeißt, was auf das Gehirn wirkt, ja, begeht man im Grunde ein Verbrechen gegen die eigene Gesundheit. Also ich kann doch nicht mein Gehirn einfach mit irgendwas, was ich nicht weiß, was das ist und wie das wirkt, befeuern. Dafür ist das Gehirn nicht gedacht. Eine drogenfreie Welt wird es wohl nicht geben. Insofern hilft es vielleicht, alte Tabus zu brechen und neue Wege zu gehen, die für andere gar nicht so neu sind. Tja, letztendlich geht es ja immer um die Gesundheit der Menschen. Und da könnte ein vorurteilsfreier Zugang zu Drogen durchaus hilfreich sein. Den finden wir unter anderem in der Schweiz. Dort bekommen Burnout-Patienten nämlich LSD verabreicht. Wie so ein kontrollierter Trip abläuft und wie die Patienten davon profitieren, schauen Sie mal. Die Substanz macht ja eine Art Schwächung der eigenen Abwehrmechanismen, es ist eine Schwächung des Sicherheitsgefühls. Und ich versuche dem Patienten eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Dazu gehört natürlich auch meine Erfahrung, dass ich weiß, wie das geht und ihm sagen kann, ja, wenn du viele Ängste hast, ich bin dabei und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Mir war schon mulmig. LSD ist ja so behaftet so mit Teufelsdroge und weiß ich was alles und ist verboten. LSD ist eine sehr starke chemische Droge. Sie bewirkt langanhaltende Halluzinationen, auch Horrortrips. Und das darf jemand Patienten geben? Zur Therapie? Der Schweizer Peter Gasser führte 2010 mit Ausnahmegenehmigung als einziger Therapeut in Europa LSD-Studien durch. Bei Krebspatienten. Alle, die wir noch interviewen konnten, haben gesagt, es hätte ihnen was gebracht, auch aus der Distanz von einem Jahr. Sie würden sich ruhiger empfinden innerlich, gelassener auch, zu sehen, ja, dass, auch wenn man schwer krank ist, nicht nur Schmerzen und Angst müssen das Leben bestimmen. Inzwischen darf Peter Gasser seine psycholytische Therapie in begründeten Fällen bei Depressions- und Angstpatienten anwenden. Einer seiner Patienten ist pensionierter Schullehrer mit schwerer Depression. Nachdem eine Standardtherapie nicht half, begann er nach langer Bewilligungszeit bei Peter Gasser mit den LSD-Sitzungen. Alle 2 bis 4 Wochen 100 oder 200 Mikrogramm LSD, eine ordentliche Dosis. 9 Stunden dauert die betreute Reise. Ich bin ja da, mit Handzeichen genügt, dann bin ich bei dir. Wir können schon sprechen, aber du weißt, in der Regel geht die Reise nach innen. Es ist ein kontrollierter Trip. Der Patient ist sich dabei bewusst, dass er halluziniert. Doch sein Zeitgefühl setzt aus. Die Sinne sind überscharf. Die Wahrnehmung schlägt Purzelbäume. Das Herausragendste war ein Lichterlebnis und sehr schöne optische Muster. Die Musik hat sich in Bilder verwandelt. Es war einfach ein ungeheuer so beglückendes Erlebnis. Und nachher auch eine starke Verbundenheit plötzlich mit allem. Bei der Nachbesprechung seiner ersten Reise sagte der Patient, er habe sich wieder als ein Mensch wahrgenommen, der Begeisterung empfinden kann. Er hatte immer gedacht, diese Fähigkeit existiere gar nicht mehr in ihm. Ein Schlüsselerlebnis, auf dem die Therapie aufbauen konnte. Eine Autostunde entfernt liegt Basel. Hier entwickelte 1943 bei der Forschung zu einem Kreislaufstimulanz der Chemiker Albert Hofmann das LSD. Der Konzern Sandoz vermarktete es als Delusit, auch als Hilfsmittel für Psychiater. Die sollten sich damit besser in Patienten hineinversetzen können. Am Basler Unispital macht Matthias Lichti heute Grundlagenforschung zu LSD. Das ist nötig, denn nach dem Verbot des Halluzinogens in den 60er Jahren brach die Forschung quasi ab. Wir haben das Gefühl, eine Substanz wie LSD, die macht doch Angst, Horror. Und wenn wir das untersuchen, objektiv, unter wissenschaftlichen Bedingungen, sehen wir im Gegenteil Hinweise für eine Angstreduktion, selbst im Gehirn.
16 Versuchspersonen schickten die Basler auf überwachte LSD-Trips. 20 Stunden lang wurden sie mit dem Gerätepark der modernen Medizin gescannt. Das MRT offenbarte, was in bestimmten Gehirnregionen geschah. Mit Blutuntersuchungen und vielen anderen Tests protokollierten die Forscher präzise die körperlichen Effekte. Es macht einen höheren Blutdruck, höhere Körpertemperatur leicht, erhöhte Herzfrequenz. Hormone verändern sich im Körper, also das Cortisol, das ist ein Stresshormon, aber auch im positiven Sinn, Erregung, das wird erhöht. Und es werden sogar Hormone erhöht, wie das Oxytocin, die zum Beispiel Nähe zu anderen vermitteln. Die gemessenen Effekte erklären die intensiven Erregungs- und Verbundenheitsgefühle, die Peter Gassers Patienten während ihrer Reise hatten. Abhängig macht LSD nicht. Aber ein Trip ist nicht nur ein netter Ausflug vom Alltagsego. Es ist richtig stressig. Ich verliere an einem Tag mindestens ein Kilo. Man schwitzt wahnsinnig. Es ist fast, man hat fast Gefühle, wie wenn man Fieber hätte. Man ist nachher total erschöpft irgendwie, also auch am nächsten Tag noch. Du atmest ein bisschen oberflächlich, ist es dir wohl? Dunkle, angstvolle Momente gibt es auch. Was siehst du denn? Ja, so Blut. Blut? Schleim. Schleim. So glibberig, ekelhaft. Aber jetzt bin ich durch. Wo bist du durch? Kopf voran durch diese Masse. Fast wie eine Geburt. Ja. Ich habe gemerkt, dass offenbar das Durchleben oder Durchgehen dieser schwierigen Situation, dass die heilsam sind. Also Angstgefühle während der LSD-Sitzung, das bewirkt irgendwie komischerweise, dass man nachher weniger Angst hat. Richtig üble, intensive Horrortrips haben auch die Versuchsteilnehmer im Basler Unispital bisher nicht erleben müssen. Ein Viertel der Probanden habe aber ebenfalls angstvolle Phasen durchgemacht, so die Forscher. Die Gesamtbilanz der Studie trübt das nicht. Die gleichen Personen, die phasenweise Angst hatten, haben auch gesagt, es war insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Und das ist immer zu beachten, dass es natürlich einem sehr kontrollierten Rahmen ist. Der richtige Rahmen mit ausgebildetem Betreuer, das ist wichtig. Denn LSD, auch als Partydroge Acid bekannt, kann unkontrolliert genommen verheerend sein. Dennoch, das therapeutische Potenzial ist da. Meine Vision ist eigentlich im positiven Falle, dass dieses Medikament LSD wieder für ausgebildete Ärzte zugänglich wird. Der Depressionspatient spürt nachhaltig eine positive Wirkung der LSD-Sitzungen. Dennoch will er anonym bleiben. Die Zeit sei noch nicht reif, um offen über solche erstaunlichen Reisen sprechen zu können. Tja, aber bald vielleicht schon. Und wenn unsere Sendung dazu beigetragen hat, umso besser. Das war's jetzt mal von uns. Ich empfehle Ihnen zum Schluss, wie immer, unsere Homepage odysso.de. Da nochmal alle unsere aktuellen Themen. Und natürlich auch ein großes Archiv, in dem es sich lohnt zu stöbern. Und wir sind natürlich auch auf Facebook für Sie da. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.